Ebenso sagt Allah Azza wa Jalla, alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Der alles gut gemacht hat, was er geschafft hat. Also perfekt. Er hat alles perfekt erschaffen. Die Argumentation lautet nun wie, dass eben die Schöpfung, diese Ordnung, diese Präzision, diese Perfektion kein Zufall sein kann. Und wenn es kein Zufall ist, muss es also ein Schöpfer sein. Also ein Wille dahinter steckt. Zufall bedeutet, es gibt keinen Wille. Aber Schöpfer bedeutet, es gibt einen Willen, und zwar eines Gottes. Ibn Rushd, rahimahullah, sagte, wenn ein Mensch etwas sieht, das auf eine bestimmte Art und Weise gerichtet ist, die einen Nutzen bringt. Es wurde so gemacht, ein Gerät zum Beispiel, ja? Ein Gerät, und du siehst, es hat eine bestimmte Ordnung, dieses Gerät, die einen Nutzen bringt, und er bestätigt, dass eine andere Art und Weise nicht diesen Nutzen gebracht hat. Wenn du sagst, wäre dieses Gerät anders aufgebaut, könnte man das Ergebnis nicht erzielen damit. Es muss so aufgebaut werden, anders geht, würde man nicht diesen Nutzen daraus ziehen. Was ist dann? Dann ist er sich sicher, dass ein Hersteller dies so hergestellt hat. Das hatte ich ja letztens schon erwähnt. Du hast ein Handy und dann siehst du, da gibt es Funktionen, da ist eine Ordnung, da ist ein System. Dann merkst du, es muss ein Hersteller gegeben haben. Das kann nicht aufgrund eines Tornados in der Wüste oder egal wo, dann einfach so zufällig zusammengesetzt worden sein. Sondern das muss präzise Schritt für Schritt aufgebaut sein. So ist es auch bei dieser Welt. Wenn der Mensch die Sonne, den Mond und die Sterne betrachtet, die Ursache für die vier Jahreszeiten sind, also Sonne, Mond und Sterne, sagt er, sowie für Tag und Nacht, Regen, Wasser und Wind, die Besiedlung der Erde durch Menschen, und weiß, dass bei jeglicher Ordnung die gesamte Existenz zugrunde gehen würde, Unordnung meine ich, und bei jeglicher Unordnung, wenn irgendwas nicht so wäre, wie es ist, könnte kein Leben auf der Erde existieren, dann erkennt man auf zweifelloser Weise, dass dies kein Zufall sein kann, sondern von jemandem beabsichtigt wurde, nämlich von Allah. Warum Allah jetzt? Ja, wir haben gesagt, also warum sind es nicht die Aliens? Weil wir gesagt haben, wir können ableiten, er muss allwissend sein, allfähig sein, er muss allsehend sein und so weiter und so fort. Diese Eigenschaften leiten wir ab, unter anderem natürlich aus Koran und Sunna, aber es gibt auch Eigenschaften, die mit dem Verstand nachvollziehbar sind. Wir können mit dem Verstand nicht alle Eigenschaften Allahs ableiten, nein. Aber die wichtigsten Eigenschaften, um zu erkennen, dass es Gott gibt, kannst du mit deinem Verstand ableiten. Ibn al-Qayyim sagt, wer sich dieses Universum betrachtet und darüber nachdenkt, wird sich bewusst, dass der Schöpfer es perfekt gestaltet hat. So findet er es wie ein Haus, welches aufgebaut wurde und alles Nötige enthält. So wurde der Himmel hoch oben gestaltet wie ein Dach und die Erde ist geebnet wie ein Boden. Die Sterne hängen wie Leuchten und die Bodenschätze sind bewahrt wie ein Lager. Alles hat seinen Nutzen und der Mensch ist wie ein König, dem es gestattet ist, darüber zu verfügen.